86% von euch haben meinen Kanal nicht abonniert. Heißt, macht das gerne auf 0%, damit alle abonniert haben und ich bin dann sehr glücklich und ihr seid auch immer auf dem neuesten Stand mit den neuesten Leaks etc. und den neuesten Fortnite News. Also jetzt gehen wir auch direkt ins Video rein. Leute, wir haben den neuen Pull-Up-Emote und ich kann leider den Sound nicht abspielen, aber der ist ziemlich nice. Und falls ihr den kaufen wollt, dann benutzt Creator Code Psyche, YT in meinem Shop. Dann könnt ihr mich kostenlos unterstützen, ohne irgendwas zu bezahlen, wie zum Beispiel Donations. Also ja, so könnt ihr mich easy unterstützen. Und jetzt gehen wir auch ins Video rein. Like, wenn ich schon mal geschlafen habe. Und jetzt sind wir auch schon in einer Runde und heute reden wir darüber, wie ihr eben gratis Skins bekommt. Und wir landen einfach mal bei Pleasant Park. Mal sehen, ob hier viele Leute landen. Ich hoffe mal nicht. Okay, ich sehe schon so 10 Leute gefühlt. Okay, lass uns einfach mal bei irgendeinem Haus landen. Und dann reden wir auch schon, wie ihr darüber, wie ihr eben gratis den Batman-Skin etc. bekommt. Und ich. Okay, ein Gegner ist hier schon mal. Ciao. Nice. Okay, anscheinend war das ein Bot wahrscheinlich, sonst hätte er sich bewährt. Und tatsächlich werde ich euch zeigen, wie ihr den gratis bekommen könnt. Heißt, für komplett gratis. Ihr denkt wahrscheinlich, okay, kann ich ein bisschen billiger kosten. So. Aber nee, Leute, ich werde euch heute wirklich zeigen, wie ihr ihn gratis bekommt. Heißt, ohne irgendwelche Kosten für euch. Heißt, ihr könnt einfach nur. Also, es kostet auch nicht wirklich viel Zeit. Ihr wisst halt, dass mit diesen Comics. Ihr müsst halt alle Comics kaufen und dann bekommt ihr eigentlich den Batman-Skin. Aber Leute, wenn ihr alle Batman, also wenn ihr alle Comics kaufen würdet, dann müsstet ihr ungefähr 30 Euro bezahlen. Und ihr wollt doch bestimmt nicht 30 Euro bezahlen und den haben wir gekillt. Easy. Und ich werde euch eben zeigen, wie ihr es komplett gratis bekommt. Und zwar DC Comics. Denn ich muss halt wissen, DC ist halt so eine ganz normale Firma und jeder hat halt so ihre Schwachstellen und so. Und Epic Games hat es wahrscheinlich nicht so ganz durchdacht. Und ich werde euch eben einen Trick zeigen, wie ihr einfach gratis bekommt. Ich denke, da hinten ist ein Fight. Lasst einfach mal hingehen und mal gucken, was sie da gerade machen. Und oder schreibt mir mal in die Kommentare, was findet ihr besser. Wenn ich während des Spielen einfach ein Video mache oder während ich einfach nachkommentiere. Oh mein Gott. Den haben wir gekriegt. Easy Clap, Leute. Natürlich kein Ding für mich. Und jetzt begleitet er mich auch noch. Lass ihn einfach mal ein bisschen disrespecten, Leute. Aber Leute, auf jeden Fall werden wir in diesem Video das eben besprechen. Und Leute, jetzt fragt euch wahrscheinlich, okay, welche Skins kriegen wir denn jetzt genau gratis? Die werde ich euch jetzt hier einmal einblenden. Und erster Skin ist also der Skin, der auch schon freischaltbar war. Aber den kann man eben jetzt nochmal bekommen, denn es ist eben in der DC-Reihe. Wir hatten ja schon mal eine Kooperation mit DC, zwar mit Batman und so. Und da gab es irgendwie die ganze Batman-Stadt und so. Und ihr erinnert euch wahrscheinlich daran, da war auch Tilted da und jetzt ist eigentlich auch irgendwie Tilted wieder da. Aber nicht wirklich. Und dort gab es eben eine ganze Batman-Stadt und alles. Und da gab es immer neue Kooperationen irgendwie. Aber Leute, jetzt gibt es eben eine richtige Kooperation und es gibt eben diesen Fortnite-Comic, der reinkommen wird. Was schon ziemlich krass ist, weil ein Fortnite-Comic ist natürlich nichts, was man erwartet hätte, was jetzt in die Storyline reinkommt. Aber anscheinend machen die jetzt mit DC einen Comic. Und weil die sind ja irgendwie auch bekannt für ihre Comics. Und jetzt dachten sie sich einfach, okay, warum machen wir nicht einfach einen Fortnite-Comic? Dann können wir noch ein bisschen Promo so ziehen. Okay. Ha, One-Shot, Leute. Okay, und die haben sich eben gedacht, okay, dann können wir einfach ein bisschen Promo schieben, so. Und jetzt machen die es dann tatsächlich. Und ihr müsstet eigentlich tatsächlich 30 Euro dafür ausgeben, insgesamt, um alles zu kaufen. Und ich werde euch jetzt sagen, wie ihr es gratis bekommt, denn es gibt eben diese Webseite von denen. Und dort kann man eben ein monatliches Abonnement kaufen. Und das würde im Monat 6 Euro kosten. Und wenn es 6 Euro kostet, dann könnt ihr eben alle Skins, alle Comics bekommen. Und es würde 6 Euro erstmal kosten. Oder 7 Euro. Aber Leute, ihr denkt wahrscheinlich, okay, du hast gesagt, es kommt für gratis rein. Heißt, ohne irgendwas zu bezahlen. Ja Leute, keine Sorge. Ich werde euch das noch sagen. Denn ihr müsst euch halt vorstellen, bei den meisten monatlichen Abonnements gibt es immer so einen Haken. Und die sagen dann immer, okay, komm,
Ihr kriegt ein gratis 30 Tage oder so frei. Könnt ihr mal testen, wie das so ist. Und das gibt es hier tatsächlich auch. Und zwar kann man da. Lass einfach mal hoch. Kann man einfach die Testphase machen. Und dann kriegt man eben die Comics, Leute. Und zwar für gratis. Heißt, in der Testphase kann man eben gratis die Comics bekommen. Und das bedeutet, dass ihr auch gar nichts bezahlen müsst. Heißt, ihr könnt erstmal ganz easy das abstauben. Also die drei Comics eben von Fortnite, wofür ihr eigentlich 30 Euro bezahlen müsstet. Und die könnt ihr einfach easy euch holen für gratis mit diesem Abonnement. Und Leute. Und by the way, könnt ihr auch bei mir ein Abonnement da lassen. Weil wenn ihr dieses Video jetzt bis jetzt guckt, dann scheint es anscheinend euch zu interessieren und ich fall runter. Perfekt. Gerade wo ich Promo für meinen Kanal machen will. Aber dann könnt ihr auf jeden Fall meinen Kanal abonnieren. Und Leute, auf jeden Fall könnt ihr dann, wenn ihr eben diese Comics habt, könnt ihr dann einfach easy die Phase einfach canceln. Also dann müsst ihr einfach das Abonnement beenden. Und dann habt ihr sozusagen gratis diese drei Comics bekommen, ohne irgendwas zu bezahlen. Mit dem Batman-Skin, mit dem Armored Batman-Skin und diesen Skin. Was ich einfach nur cool finde, weil wo kriegt man eigentlich gerade Skins so? Es gibt halt immer so richtig komplizierte Methoden, wie man gerade Skins bekommt. Aber ich denke, dass das hier eine etwas leichtere Methode ist. Denn ich weiß ja nicht, wie es bei euch geht, aber ich finde, das ist schon ziemlich easy. Und da hinten höre ich Fußschritte, was ich nicht gedacht hätte. Oh mein Gott, ich glaube, es ist der Predator. Und ich renne weg. Ich höre die Sounds. Oh mein Gott. Ich dachte echt, es wäre ein Gegner. Was soll ein Gegner hier noch machen? Okay, war auch irgendwie klar. Komm, lass einfach mal hochbauen. Ich hoffe, ich habe genug Mats. Ja, habe ich. Okay, lass einfach mal schnell abbauen, Alter. Die Musik ist so scary immer wieder. Okay, schnell. Okay, ich glaube, wir schaffen es noch easy, Leute. Denkt ihr eigentlich, dass ich diese Runde einen epischen Sieg hole? Ich hoffe mal. Und ja, ich könnte dann einfach gratis diese zwei Skins holen. Und normalerweise müsst ihr eben diese drei Comics kaufen. Und in diesen Comics passiert, soweit ich weiß, nichts Besonderes. Einfach nur eben, wenn ihr euch für die Storyline interessiert, dann könnt ihr euch die Comics holen. Denn die Storyline von Fortnite ist meiner Meinung nach ziemlich langweilig, weil die irgendwie jetzt mit den ganzen Kooperationen irgendwie ruiniert wurde, meiner Meinung nach. Also schreibt mal rein in die Kommentare, was ihr davon denkt. Aber ich denke, die haben damals schon ziemlich alles ruiniert. Leute, falls ihr es noch nicht wusstet, ich habe jetzt meinen eigenen Creator-Code. Unser Psyche YT im Item Shop. Einfach hier eingeblendet wird es gerade. Das könnt ihr einfach eingeben und dann bekommt ihr tatsächlich, also dann könnt ihr mich gratis promoten. Da könnt ihr mich gratis unterstützen, ohne irgendwas wirklich zu machen, außer einfach einen Code einzugeben. Und dann müsst ihr es eben jede 17 Tage machen, soweit ich weiß. Und dann könnt ihr immer wieder mich unterstützen, wenn ihr irgendwas aus dem Item Shop kauft. Und Leute, wie ihr schon merkt, kommt jetzt die Endmusik. Heißt, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Seht euch beim nächsten Mal. Klickt hier für das letzte Video und klickt hier für meinen Kanal, um zu abonnieren. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr gönnt euch jetzt einfach mal die Gratis-Skins, wie ich es euch gerade erklärt habe. Ich weiß nicht, ob ich es mache. Und ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao.